So, hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Morrowind. Wir sind gerade auf dem Weg nach Caldera über diverse Umwege, die wir aus irgendwelchen ominösen Gründen dann doch gegangen sind. Keine Ahnung, was für Gründe das dann waren, aber wir sind halt begründet irgendwo anders hingelaufen. So, das heißt, wir laufen jetzt eigentlich wieder zurück nach Balmora. Ach Gott, ist das blödsinnig. So, dann will ich da oben aber nicht hoch, sondern hier unten rüber. Und da müsste ich ja dann irgendwie nach Caldera kommen. Vielleicht. Wenn ich Pech habe, ist es so eine Parallelschneise, die auf keinen Fall nach Caldera führt, aber irgendwo anders hin. Wir hoffen mal auf unser Glück, unser buchstäbliches, und laufen einfach ein bisschen weiter. Und wir können ja eigentlich noch ein bisschen mixen. Crashweed, was macht denn das? Restore Luck und Fortify Personality. Es wird eh mal wieder Zeit, ein bisschen zu mixen, glaube ich. So. Fortify Personality. Fortify Intelligence. Restore Intelligence. Restore Bla. Restore Magicka, Fortify Fatigue, Fortify Speed, Paralyze, Fortify Magicka. Na, dann lassen wir das doch mal ein bisschen. Mit diesem Crash Weed. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, noch mehr Crash Weed. Ne, das lassen wir jetzt mal. Muss jetzt alles nicht sein. Wir laufen jetzt einfach. Ah, doch, genau. Geht hier nach Caldera. Wahrscheinlich würden wir dann von da hinten halt von woanders kommen. Aber der Weg ist prinzipiell der gleiche. Und die Ratte ist tot. So. Oh, Rattenfleisch. Paralyze. Da haben wir doch noch mehr gehabt, was Paralyze macht, oder? Oder war das wirklich bloß das Rattenfleisch? Das ist aber Drain Magicka. Hatte ich nicht noch woanders Drain Magicka? Ja, sieht nicht so aus. So. Hier hoch geht's allerdings nach wie vor nach Caldera. Und dann fluffeln wir doch da einfach mal hin. Fluffel, 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 fluffel. So. Wer greift mich jetzt schon wieder an? Ach, der Nix-Hound. Tschüss, Nixi. Du hast sogar Fleisch. Finde ich ja schön. So. Sollte nicht mehr lange dauern, bis wir in Caldera sind. Ich kann es da vorne schon sehen. Ist es überhaupt schon Caldera? Ja. So. Und dieser lustige Typi. Schenkschabbel. Ich habe keine Ahnung. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo. Well, friend, what brings you here? Nein, 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 nein. Wo ich diesen komischen Scampi finde. Aber er muss hier irgendwo rumhängen in dieser Stadt. Oh, schicke Bude. Noch mehr schicke Bude. Na gut, gehen wir hier wieder runter, gehen wir hier wieder weg. Summ, summ. Und raus da. Irgendwas mit Orks war diese Geschichte. So, das heißt, wir schauen uns doch mal Caldera ein bisschen genauer an. So, was gibt's denn hier? Guild of Mages. Ein Bekleidungs.
Nee, Pfandleihe auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Es war doch Caldera. Gorak Männer war es, glaub. Genau. Gorak Männer war es, glaub. Das müsste ja dann das hier sein. Genau. Und da drin müssten dann irgendwelche Orks und dieser lustige Scamp leben, die hier alle ein bisschen komisch randalieren. Ich wusste doch, dass ich hier die richtigen Bücher finde, um irgendwas zu. You seem worthy of my knowledge. Okay. Your actions show Die verbrennen also Bücher. promise. Die leben ja lustig, muss ich sagen. Finde ich aber hübsch, dass es hier diese Details quasi so gibt. Die Anrufung von Asura. Buch der Daedra. Und Buch des Sonnenaufgangs und Untergangs. So. Ah, hier gibt es noch ein paar lustige Flaschen. Und jetzt würde ich mal. Arm Creeping, ja. Und ich kann mit dir handeln. Und diese Typen kaufen quasi zu dem Wert, zu dem ich verkaufe. Das heißt, wenn ich jetzt hier 10.000, dann gibt er mir 10.000 für, genau. Bloß ihm an für 10.000 verkaufen bringt natürlich nichts, weil. Weil natürlich. Oh, Skooma hat der. Sujama hat der auch. Weil. Na, wir wissen's. So. Jetzt muss ich natürlich irgendwas finden, was nicht ganz so teuer ist. Wie zum Beispiel. Zweimal Amulett des sechsten Hauses, die ich ihm einfach mal so verkaufe. Amulett der Gesundheit? Nein, 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 nein. Ich wollte ihm aber eigentlich noch ein paar Waffen andrehen. Ui, der ist ja auch nicht billig, fällt mir da gerade auf. Und ein dätrischer Speer. Und ein Glasschwert. Aber der hat auch gar nicht wirklich. Oh. Ancient Dagos Brandy für 1,5. Hat er sonst noch irgendwas Teures? Nee, hat er eigentlich gerade nicht. Gut, auf jeden Fall habe ich den schon mal gefunden. Das ist schon mal ein gutes. Eine gute Sache, muss ich sagen. Das ist schon mal eine gute Sache. Natürlich habe ich jetzt aber auch nichts dabei, was ich ihm irgendwie verkaufen könnte. Groß, kaufst du sowas? Nein, sowas kauft er nicht. Kaufst du es mir auch teurer ab? Okay, also sowas will der also auch. Dann gehen wir doch hier mal raus. Sehen hier einen hübschen Balkon und gehen wieder rein. So, gab es nicht noch eine Tür irgendwo? Ach, hier hinten ging noch mal eine Treppe hoch, ne? Und ich glaube, da gab es auch eine Tür. Ne, da gab es keine Tür. Ja. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich wieder gehen. Und eigentlich wollte ich quasi diesen anderen, diesen Mudcrab finden. Damit ich auch noch ein bisschen was verkaufen kann, weil der ja die richtige Kohle hat. Dem könnte ich dann sowas verkaufen wie. Nein.
wie diesen Zaubererstab. Genau, wie diesen Zaubererstab, den ich ja diesem einen Zauberer abknüpft habe, wobei der ja nichts wiegt. Oh, 16 Kilo. Gut, der wiegt schon ein bisschen was. So, allerdings weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, wo der jetzt eigentlich ist. Ich dachte westlich. Ich dachte, ich hätte gelesen, westlich von Ebenhard, Vivek-Tempel. Aber es müsste östlich sein, auf irgend so einer Insel. Und es hat geheißen Northeast von Suran. Ach, südlich von Althossa, genau. Hier ist die Essura-Dingsbums. Gut, das heißt, die Zauberergilde kann ich ja jetzt nicht bemühen. Das ist ein bisschen doof. Komme ich denn hier weg? Hier gibt es keinen Silstrider, ne? Das heißt, ich muss von hier wieder nach Balmora runterlaufen oder nach Aldrun hoch. Und dann wieder nach Vivek. Dann gehen wir aber lieber nach Balmora, weil wir von Balmora direkt nach Vivek kommen. Und dann gehen wir da nach Osten und dann können wir da nach dieser Mudcrab suchen. Es tut mir leid, dass wir gerade ein bisschen nur in der Gegend rumlaufen sind und nicht so wirklich viel vorankommen. Allerdings würde ich ganz gerne wirklich ein bisschen von diesem Blödsinn verkaufen, den ich so mit mir rumtrage. Und vor allem in Balmora habe ich auch noch mehr Blödsinn. Das könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte ein bisschen mehr Blödsinn von dem, den ich in Balmora habe, der billiger ist als den Blödsinn, den ich gerade mit mir rumtrage, mitnehmen. Und dann. Da unten geht's nach Balmora, genau. So. Und dann werde ich zumindest mal ein bisschen mehr los. Vor allem für teuer Geld. Also ich meine, sonst trage ich ja immer diesen Schrott einfach mit mir rum. Und so würde ich vielleicht mal ein bisschen mehr von dem Zeug loswerden, das ich da so in meiner Hütte stapel. So, und vor allem ein bisschen Geld ansammeln. Dazu muss ich aber erstmal diese Mudcrab finden. Vielleicht. Ja, Balmora, tolle Stadt. So, gehen wir da mal rein. Und dann 12.000. 6.500, das klingt doch schon mal besser. So, nehmen wir dich, knall dich hier rein. Glass Chink Blade. Was ist das hier? Glass Longsword. Glass Stormblade, 6,5 und 6,5. Dann wären wir schon bei 12. Das ist nicht so gut. Dann nehmen wir doch mal die. Kann ich jetzt die hier rein? Jo. So, das sind schon mal 2000. Das ist schon mal nicht schlecht. 2000 und das sind schon mal 7000. So, dieser dädrische Speer. Das sind 17.000. Da sind 10.000. Oh, davon habe ich ja noch zwei. Das ist ja super. Da sind auch 10.000. Da sind auch 10.000. Boah, das ist ja voll der Hammer. Ah, den lasse ich mal da. Warte mal. Diesen Zaubererstab. Diesen dädrischen Speer, den packe ich mal hier rein. Aber davor nehme ich diesen dädrischen Dolch an mich. So, dann kann ich doch den dädrischen Speer. Nein, der passt nicht. Aber vielleicht passt es, wenn ich eines von diesen. Wenn ich diesen Ebony-Stab hier nehme und dann diesen dädrischen Speer hier rein. Nein, das passt auch nicht. Kann ich diesen Ebony-Stab zurück. 14.000, 14.000, ey, das ist ja der Hammer. Also ich hier an Kohle mit mir rumschleppt, das ist ja der Irre.
Na gut, verkaufen wir erstmal ein bisschen von dem Blödsinn, den wir so haben. So. Gehen hier hoch. Where would you like to go? Ich würde gerne nach Vivek reisen. So. Und We von. make a special trip just for you. Ja, Send ja, you ja, over. ja, 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 ja. So. Da gehen wir doch hier mal runter. Und versuchen nach Althoth zu kommen. Und dann müssten wir ja. Das ist wieder so ein Träumer, ne? Ja. Müssten wir ja von Althosa, übrigens. Und das Ding müsste irgendwo auf einer Insel sein, hat's geheißen. Aber die andere Seite, also Azura, Skadian Islands sind das hier. Aber ich will ja Azura Coast. Oder so. So. Dann müsste hier ja jetzt langsam die Stadt Althotha kommen. So. Ich behalte mal das rechte Eck da unten im Auge. Vielleicht. Ach, Althosa ist gar keine Stadt, sondern so ein Dwemer-Ding. Das ist auch nicht schlecht. Sind wir wieder bei Ascidian Islands Dingsbums? Da will ich jetzt aber eigentlich nicht. Sondern ich will eigentlich dahin. Ja, eigentlich will ich da auch nicht hin. Ja, wir gehen einfach mal weiter und schauen mal, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich ist es wirklich die Insel auf der anderen Seite da drüben. Ich verstehe nicht, was mich verfolgt, und deswegen bleibe ich auch nicht stehen, lauf einfach weiter. Na, egal. Wir gehen jedenfalls einfach weiter. Ganz entspannt, hier waren wir eh noch nicht, soweit ich das weiß. So, da unten gibt es auch eine lustige kleine Stadt. Oh, und wir sind schon wieder an einem Punkt angekommen, wo wir eine kleine Pause machen könnten. Ich war hier schon mal, oder? Ja. Wo wir eine kleine Pause machen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.